Hallo, heute zeigen wir dir unseren Lightroom Workflow. Wir beide arbeiten mit dem Lightroom Programm von Adobe und Nico ein bisschen mehr als ich, deshalb wird er ein bisschen durch das Programm durchführen. Es geht wirklich um den groben Ablauf, auf was achten wir, wie gehen wir mit dem Import, Exportieren etc. um. Mhm. Das werdet ihr gleich sehen. Ich gebe ein bisschen meinen Senf dazu, wie ich das mache oder wenn ich etwas anders mache oder wenn ich eine Frage habe. Aber ich würde sagen, ich übergebe mal dir. Dann kannst du gleich mal starten und zeigen, was du genau bei Lightroom brauchst. Gut. Also dann gehen wir gleich in das Programm Lightroom. Ich habe das hier schon geöffnet. Und zu Beginn gehen wir links unten auf Importieren. Und jetzt können wir grundsätzlich, würde es auf der linken Seite bei der Quellenangabe, würde es jetzt die Kamera anzeigen oder die SD-Karte, was ihr dann auch habt. Ich gehe jetzt hier auf meinen Desktop. Und zwar können wir dann von dort aus die Bilder, ich habe dann hier 4 Bilder vorbereitet. Und auf der rechten Seite kannst du dann oben die gewissen Einstellungen machen, die du pro Import wechseln kannst. Du kannst also sagen, ich nehme nur einen Teil und dann der nächste Teil mit den anderen Einstellungen. Ich habe hier die Vorschau als Standard. Die Smart-Vorschau gehen wir jetzt nicht groß auf die einzelnen Themen ein. Da machen wir dann noch ein Tutorial dazu und erklären das Programm wirklich genau, was es gemeint ist. Aber ihr seht hier die Einstellungen von mir. Und dann bei der Umbenennung ist es so, dass ich hier grundsätzlich bei der Vorlage hier mir eine eigene gemacht habe und hier zuerst das Datum nach Jahr, dann habe ich einen Text, den ich einfügen kann und eine Nummer, die jetzt vierstellig ist, das kannst du dann auch anpassen. Hier den Text, wenn es eine Hochzeit, ein Event und so weiter ist, kannst du hier gleich den reinschreiben und siehst du dann immer pro Bild, hier wo unbekannt steht, steht dann der Anlass oder hier der Text, den du einfügst. Dann die Metadaten, da kannst du auch die Vorgaben, eine neue Vorgabe erstellen, wenn du das noch nicht hast. Und dann kannst du dir jeweils hier unter den verschiedenen Punkten die Eintragungen machen, mit den Stichwörtern auch, wo du dazufügen kannst. Ganz viele verschiedene Sachen, die du hier auch mit dem Ersteller und mit der E-Mail-Adresse gleich, dass es wirklich in den Metadaten dann in einem Foto verfügbar ist und dass du dann auch siehst, wer dort der jeweilige Fotograf war. Dann das Ziel, das habe ich bei mir so, dass ich das grundsätzlich pro Jahr gemacht habe und darum ist für mich wichtig, dass ich das Jahr zuerst habe, dann den Monat und dann den Tag. Und so habe ich das ganze Jahr über den Überblick. Du kannst Überordner machen, das ist überhaupt kein Problem. Wie man hier sieht, zum Beispiel hat meine Tochter Geburtstag gehabt. Da kann ich das auch umbenennen oder einen Namen noch hinten anfügen, wenn es keinen hat, im Ordner selber. Aber die Bilder werden so gespeichert, wie ich das zu Beginn hier oben bei der Datei Umbenennung angegeben habe. Jetzt nehmen wir dann hier, macht es mir unter 2019 einen neuen Ordner mit dem 4.6., wo die Bilder aufgenommen sind. Dann gehen wir auf Importieren. Genau, das ist gleich sonst etwas, was ich gerade ein wenig anders mache. Also bei mir, ich persönlich schaue den Zielordner gar nicht an, weil ich die Bilder nicht im Lightroom speichere, sondern weil ich das nachher alles wieder lokal exportiere und wieder auf dem Schreibtisch-Desktop in einem Ordner speichere. Das machst du anders, das ist wirklich, wenn man im Lightroom selber die Bilder wieder speichern will, ist es wichtig, eine Struktur zu haben. Muss ich mal schauen, ob ich das auch mal ändern will oder anpassen werde, aber momentan ist es so mein... Das Problem ist, ich hatte das auch anders, das Problem ist, wenn ich es lokal auf dem Desktop habe oder auf der Hardware, nicht im Lightroom-Ordner und ich dann Verschiebungen machen muss, aus irgendwelchen Gründen, Speicherplatz oder so, dann findet dann Lightroom die Ordner nicht mehr und dann musst du sie immer neu zuordnen. Mhm. Und dann habe ich das am einfachsten gefunden, alles gleich hier zu machen. Da macht er eine Lightroom-Archivdatei und dort ist alles gespeichert und ich weiß, wo die Bilder sind. Ich arbeite immer mit diesem Programm und auch Bearbeitungen dann in Photoshop von hier aus und dann hast du die Fertigdatei auch in Lightroom, kannst sie normal exportieren, das ist für mich einfacher. Dann sehen wir hier die Übersicht in der Bibliothek. Die Seitenfenster kann man auch ein- und einblenden, auch mit der Shift-Taste. Und hier ist es so, dass ich grundsätzlich, je nachdem wie viele Bilder, dass ich habe, durchgehe
Und wenn es sehr viele Bilder sind, dann werde ich grundsätzlich den Ordner anwählen und dann durch die Bilder durchgehen und wirklich mit der X-Taste nur die Bilder abwählen, die ich nicht möchte. Und wenn ich Bilder sehe, die gut sind und gleich sehe, das ist sehr gut, dann sage ich, okay, mache ich einen Stern. Ja. Und mit dem gehe ich eigentlich durch alle Bilder durch. Dann, wenn ich die Auswahl habe, da kann ich hier oben auf Attribut gehen und sagen, welche Bilder mir anzeigen soll. Und hier habe ich gesagt, ich möchte alle Bilder, die keinen weißen oder einen schwarzen Faden haben, also abgewählt sind. Dann zeigt er mir hier nur 3 Bilder an. Und dann gehe ich durch mit der Bearbeitung. Das kann man hier oben auf Entwickeln oder mit der Taste D. Und dann gehe ich grundsätzlich von der Grundeinstellung runter. Ich beginne oben und zuerst der Weißabgleich ist normalerweise immer wie die Aufnahme ist. Wenn du ein RAW importierst, hast du hier noch mehr Auswahl. Jetzt habe ich das JPEG schon exportiert, dann habe ich nur die 3. Ist auch ein großer Vorteil vom RAW, dass du wirklich im Nachhinein noch verschieben kannst. Mache ich hier meinen Weißabgleich, wie ich es für gut empfinde. Und dann gehe ich weiter mit der Belichtung. Da achte ich oben in der Belichtungsanzeige, dass ich hier nicht auf zu hell oder zu dunkel gehe, so wie es für mich gerade passt. Auch den Kontrast ein wenig. Und dann die Lichter oft tiefer ziehen und dann die Lichter tiefer, ja, und die Tiefen hoch. Ja. Genau. Das gibt dann am Schluss, wenn ich den Weiß und den Schwarz genau gleich entgegengesetzt mache, gibt es hier ein kleines D, so kann man das ein bisschen merken. Und dann gehe ich weiter, die Struktur ist jetzt ein neuer Regler, der erst seit letztem Update dazugekommen ist. Ähnlich wie die Klarheit, nicht ganz so extrem, da gebe ich nicht sehr viel. Dunst entfernen grundsätzlich nie, außer ich habe wirklich Nebel, den ich entfernen möchte. Dynamik schon, gehe ich schon oft auch 40 hoch und dann geht es weiter. Gradationskurve und so weiter. Auch sonst gleich nach oben, wenn du noch ein Schritt zur Belichtung gehst, Grundeinstellung, gibt es einen kleinen Trick, wenn du viele verschiedene Bilder hast und ein bisschen im Stil anpassen willst. Also ich versuche immer die Bilder möglichst von der Helligkeit, von den Lichtern und von den Tiefen so anzupassen, dass sie etwa neutral gleich sind. Und da gibt es die Möglichkeit, ich fasse hier schnell rein, oben rechts und oben links hast du 2 Knöpfe und dann zeigt es dir jetzt gerade mit blau an, die Bereiche, die zu 100% schwarz sind. Genau. Die sind wirklich dunkel, die haben keine Bildinformation mehr in diesem Moment. Und wenn du jetzt die Belichtung anpasst, siehst du, jetzt die roten Bereiche sind die Bereiche, die überbelichtet in dem Sinn, wo weiß sind, keine Informationen mehr drin sind. Heißt nicht, dass sie jetzt in dem Moment dass du das nicht mehr korrigieren kannst, sondern nur, wenn du es jetzt so exportierst, hast du in diesen Bereichen keine Informationen mehr. Ja. Und ich richte das dann so aus, dass möglichst bei den neutralen Bildern, wo jetzt nicht gerade, wo du nicht eine Silhouette oder etwas willst, sondern möglichst ein ausgeglichenes Bild haben willst, schaue ich, dass dort die Lichter, das wirklich, also es gibt immer wieder so Lampen oder helle Spots, die dürfen ausgebrannt sein, aber das grundsätzliche Bild oder die hellsten Bereiche im Bild sollten dann noch knapp unter der überbelichteten Position sein. Mhm. Ein bisschen zu merken, hat mir sehr geholfen, um ein bisschen eine Regelmäßigkeit oder einen Stil ein bisschen zu finden für mich. Also ist nicht prinzipiell der Stil, sondern rein die Belichtung anzupassen. Genau, das noch als Input zu den Grundeinstellungen. Mhm. Dann bei der Gradationskurve gibt es das bekannte kleine S, das man ziehen kann, das steigert gleich den Kontrast im Bild, wie man hier gut sieht. Bekannt ist auch der Instagram-Look, dass man die Tiefen hochzieht. Das kann man links machen oder man kann diesen Punkt dann nach rechts auf die Linie zurückziehen und dann den Kontrast mehr geben in den Tiefen. Aber das ist dann der ausgeblichene Look mit den grauen Tiefen, dass es nicht mehr schwarz ist, sondern dunkelgrau. Dann die verschiedenen Rot- und Grün-Blau-Kanäle. Lassen wir mal zur Seite, weil das ist wirklich so das, was ich oft mache, ist es nicht der Fall. Dann bei der HSL-Steuerung ist es so, dass ich mit dieser Übersicht arbeite, dass ich alle oben habe und dazwischen schalten kann. Und dann hier der Farbton, zum Beispiel jetzt alle Farbtöne zuerst anpasse. Okay, das Orange kann ich mehr Richtung Rot ziehen und so weiter. Und bei der Teiltonung ist es so, dass ich zuerst den Regler anfasse, gedrückt halte und dann die Alt-Taste drücke, dann habe ich die 100%ige Ansicht, also wie wenn ich diesen Effekt 100% gesättigt hätte.
und dann kann ich mir eine Stimmung auswählen, lasse los und dann ziehe ich unten die Sättigung hoch, bis ich es sehe, okay, ist es genug. Und das gleiche mit den Schatten auch. Hier vielleicht hier ins Blaue und ziehe den auch ein wenig hoch. Und so gehe ich einfach durch, dann kann man hier den Abgleich noch machen, oder mehr Lichter oder mehr Tiefen. Kann man sehr viel machen und sehr viele Stunden investieren in so Details. Aber wie gesagt, es geht jetzt darum, dass ihr kurz seht, wie wir das machen und wie wir durchgehen. Und bei den meisten Bildern ist es so, dass man eine Grundbearbeitung macht und das meistens auch reicht. Dann die Schärfe ist bei mir meistens um 100 rum, kommt immer drauf an. Bei diesem Bild zum Beispiel sieht man die Kanten jetzt, das ist definitiv zu hoch. Dann gehen wir wieder runter auf ca. 50. Radius sehr tief, 0,6 oder 0,5 und dann die Details je nachdem. Kann man auch immer die Alt-Taste gedrückt halten und dann sehen, was genau an Details geschärft wird. Plus zusätzlich, was sehr wichtig ist, den Maskierungsregler mit der Alt-Taste ziehen. Was weiß ist, wird nicht geschärft und was... Nein, was weiß ist, wird geschärft, tut mir leid, und was schwarz ist, wird nicht geschärft, wie der Himmel jetzt, den will ich nicht geschärft haben, weil sonst nützt mir auch die Rauschreduzierung nicht sehr viel, wenn ich dann den Himmel wieder schärfe dazu. Das ist auch, vergisst man schnell, aber ist, ja, ist ein wichtiges Detail. Rauschreduzierung, je nachdem, wenn ich es sehe von Aug, dann ist gut, dann ziehe ich den ein wenig hoch, aber bei ISO 100 ist es nicht der Fall. Objektivkorrektur, weiß ich nicht, wie du das hast. Mhm. Die einen sagen, sie wollen die Profilkorrektur nicht aktiviert haben, weil es dann die Ecken aufhält, also die natürliche Silhouette einfach, und gleichzeitig die Verkrümmung. Und das ist so ein Thema, das machen viele unterschiedlich. Ja, ich muss sagen, ich bin jemand, der das grundsätzlich gerne drin hat, weil, aber es ist auch ein bisschen der Hintergrund, dass ich möglichst neutrale Bilder machen will, oder ich sage jetzt getreue Bilder, wie es möglichst auch in echt war. Ich meine, grundsätzlich ist es auch etwas, das eher bei Weitwinkelaufnahmen viele Korrekturen auch macht, also gerade mit den Kanten, wo es auch so ein bisschen korrigiert. Ja, gut, Vignette, dann kommen wir noch darauf mit dem Transformieren. Kann man noch manuell dann, aber eben sonst, Vignette ist jetzt etwas, das ich persönlich nicht sehr oft brauche, deshalb stört mich das nicht, wenn das auch gleich korrigiert wird. Ich bin froh, wenn das neutral, das Bild möglichst neutral ist, und ich möchte lieber eine Vignette noch hinzufügen, wenn ich finde, es passt oder es unterstützt das Bild, aber ich muss sie nicht grundsätzlich dann auf jedem Bild haben. Deshalb habe ich das standardmäßig drin. Chromatische Operationen habe ich grundsätzlich drin. Kommt ein bisschen auf das Objektiv drauf an. Bei gewissen Objektiven merkt man nicht großen Unterschied, und aber vereinzelte brauchen es stört nicht. Es stört nicht. Nein, das ist mehr, also, wenn du in das Detail schauen gehst. Ja. Kann man wirklich so einfach einmal einstellen. Ich komme nachher noch auf ein Profil, das man anlegen kann. Und dann kann man diesen Regler vergessen oder dieses Feld vergessen. Dann ist einfach aktiviert dann. Dann angesprochene Transformieren ist bei diesem Bild zum Beispiel, sieht man hier den Pfahl, der ein wenig nach innen kippt. Und da gibt es verschiedene Varianten, da gehen wir auch mal noch näher darauf ein. Es gibt verschiedene Modus, man kann auch grundsätzlich immer auf Auto lassen. Dann ist einfach so, dass er kleine Objekte nicht gut erkannt, und dann muss man je nachdem noch manuell weiterhelfen oder schauen, dass man diese Bildobjekte, die wirklich auf das gesamte ein Objekt, das nicht gerade ist, dass man das noch einzeln korrigiert. Und das geht dann hier über diese Regler. Aber wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein. Effekt ist die Silhouette, genau. Jetzt sieht man ziemlich genau, was genau verdunkelt wird oder verhellt. Natürlich geht auch auf die andere Seite, braucht man selten, oder ich brauche es selten, meistens nur, wenn ich einen weißen Hintergrund habe und sehe, dass die Ecken ein wenig dunkler sind, dann kannst du einmal, aber es ist wirklich, gegen korrigieren. Sonst nie. Eher ein bisschen runter, Mittelpunkt eher nach links, die Rundheit dann schauen, Hochkant oder breit, und dann wichtig, finde ich, Weichkanteregler ziemlich gegen die 100% oder 80% lassen. Aber bei diesem Bild braucht es natürlich nicht. Ist jetzt grundsätzlich auch sehr dunkel, aber geht jetzt ja nur um die Vorstellung, was ich so mache.
Dann die Körnung ist auch ein Thema. Viele wollen dann Rauschreduzierung und so weiter und möchten keine Körnung drauf, dass man gar nichts sieht. Viele finden doch ein bisschen Körnung, das passt. Das sieht man auch hier im Himmel. Geschmackssache. Ja, definitiv. Je nachdem, wie das Bild wirken muss am Schluss. Aber dann finde ich auch, wenn man Körnung macht, muss man nicht dann hier oben bei den Details extrem in die Rauschreduzierung gehen und alles rausnehmen. Das hebt sich dann fast wie auf. Also das sieht man dann wirklich fast nicht mehr. Und zum Schluss wäre die Kalibrierung noch, wo man den Farben sehr viel machen kann. Also wenn ich hier oben mal ein bisschen extrem mit dem Regler hin und her gehe, dann sieht man, dass man in den Schatten doch etwas bewirken kann. Auch die verschiedenen Kanäle hier mit den Farben, dass man hier doch noch etwas, so einen gewissen Look erstellen kann zum Schluss, finde ich auch noch cool. Bei mir ist es so, wenn ich hier etwas mache, dass ich meistens wieder zurückgehe in die HSL, weil es mir dann doch ein Ticken zu viel ist, rot oder was auch immer. Ich gehe dann in den Farbton, in die Farbe und ziehe hier die Farbe noch ein bisschen runter oder entgegen, was auch immer. Und das ist grundsätzlich der Ablauf, den ich mache. Wenn man die Einstellungen einfach so kopieren möchte, kann man das hier draußen machen oder im Entwicklungsmodul selber mit einfach Command oder Ctrl C hier anwählen, was ich kopiert haben möchte. Gehe auf Kopieren, gehe zurück und gehe auf das nächste Bild oder 5-6 Bilder, was ich dann habe. Und dann kann ich mit einem Rechtsklick Entwicklungseinstellungen einfügen gehen und dann wird das so übertragen. Ist sehr schnell gemacht. Man kann auch über die Synchronisation, dass ich mehrere Sachen nehme und dann Einstellungen synchronisiere, geht auch, oder automatisch synchronisiere, das ist auch kein Problem. Und bei den Einstellungen vielleicht noch, dass man hier unten, wenn mehrere eingestellt, angewählt sind, markiert sind, dass ich hier den Schalter umlegen kann auf automatisch synchronisieren. Und alles, was ich an diesem Bild mache, wird dann automatisch auf das andere übertragen. Brauche ich nicht. Ja. Ist einfach eine Möglichkeit. Sicher für viele gut, die alles ähnlich bearbeiten, wie du schon gesagt hast, dass du dann alles ein Ticken heller machen kannst oder so. Aber ja, ich selber. Aber muss ich sagen, habe ich schon relativ oft benutzt. Das ist eigentlich auch der Grund, wieso ich gerne das Lightroom benutze. Ist aber eher in Situationen, wo ich eine Veranstaltung fotografiert habe oder je nach dem Sport mit Serienaufnahmen, wo ziemlich viele Bilder rein von der Helligkeit, von den Tiefen, von den hellen Stellen im Bild relativ ähnlich ist, wo dann eine Grobeinstellung kopiert werden kann. Grundsätzlich aber gehe ich doch jedes Bild nachher schnell durch und einfach ein kurzer Kontrollbrief so. Und dann wird noch ein bisschen was korrigiert. Aber dann, es geht darum, dass du schnell arbeiten kannst. Genau. Das ist das A und O in dieser Geschichte, sonst ist es nicht unbedingt nötig. Wenn ich sehe, dass ich mehrere Bilder habe, die gleich aussehen, mache ich das gerade hier in der Übersicht, nehme das erste Bild, bearbeite es, gehe hier in die Übersicht und kopiere dann die Einstellungen auf die Bilder, die ich sehe, die gleich sind. Ja, geht beides. Ja. Schlussendlich ist es nicht viel Zeit, die flöten geht, sondern einfach, wie ist man sich's gewohnt und wie macht man es gerne. Ja. Das ist individuell wirklich einstellbar. Noch kurz zum Exportieren. Ich markiere mir jetzt die beiden Bilder, gehe hier unten auf Exportieren und kann mir hier dann auf der rechten Seite auswählen, was für Einstellung das ich möchte. Umbenennen kann ich es hier nochmals, falls mir der Name doch nicht passt, kann ich dann doch Einstellungen hier nehmen oder auf Bearbeiten und selber eine Einstellung machen. Qualität und Bildformat. Und dann wichtig, was ich finde, ist die Bildgröße, die ich hier wirklich genau definieren kann auf das Pixel. Oder ich kann die Auflösung bestimmen und das ist für mich wirklich gut, dass ich gewisse Bilder dann klein exportiere für die Homepage oder für die Kunden, für eine Vorschau auf dem Internet oder so. Und dann, wenn ich es ausgeben möchte und dem Kunden abgeben möchte, effektiv, nehme ich hier den Haken raus und dann ist es groß. Ja. Das ist für mich so. Und dann kann ich dann diese Vorlagen auch speichern. Hier drüben seht ihr, das sind meine Vorlagen. Dann gehe ich hier einfach hinzufügen, gebe dem Ganzen einen Namen, kann hier auch noch einzelne Ordner machen, wenn ich zusätzlich noch Hochzeiten oder was auch immer möchte und dann gehe ich hier drauf, wir klicken jetzt mal Full HD an und dann exportieren wir das Ganze, hier oben sieht man es, in einen Ordner, Bildereitung, Full HD, das ist mein System, dass ich dann alle die gleichen Ordner habe dort, gehe hier auf Unterordner und sage dann, was ich zum Beispiel jetzt hier greifen sehe und dann exportieren und Sache ist erledigt. Das ist grundsätzlich der Workflow, den ich so habe oder mir eingespielt habe über die Jahre. Und klar, verbessern kann man immer, wenn man mit Leuten spricht, wenn man
andere betrachtet, die das Programm nutzen, sieht man doch, oh, das geht noch einfacher oder der macht das so und so. Und wir möchten euch auch ermutigen, das zu machen, wirklich auch zu schauen und euch hinterfragen, warum machen wir gewisse Schritte vielleicht zu viel? Geht es nicht einfacher, weil es schlussendlich oft eine Zeitfrage ist und doch mit 2.000, 3.000 Bilder jede Minute oder jede Sekunde fast pro Bild dann wirklich Einfluss hat auf das ganze Objekt oder auf den Auftrag vielleicht auch. Ja, das ist eine Zeitfrage. Wie viel Zeit willst du investieren, ja. Und was nutzt du dann für ein System, das für dich auch passt? Eben hast du eine Hochzeit mit ein paar tausend Bilder, bist du froh, wenn du schnell viele Bilder schnell bearbeiten kannst. Das ist Photoshop das Gegenteil. Mhm. Gehen wir übrigens noch in einem anderen Video darauf ein, bezüglich dem Workflow vom Photoshop. Aber ich denke, das war es mal jetzt vom Teil vom Lightroom, von unserem Workflow. Eben, wir werden noch ein bisschen darauf eingehen, je nachdem in den weiteren Videos bezüglich spezifischen Funktionen. Werden wir noch schauen, wo es hinführt. Genau. Oder schreibt uns doch in die Kommentare erstens mal, mit was für Programmen arbeitet ihr und andersrum auch, was für Funktionen nutzt ihr, was für ein System nutzt ihr, speichert ihr eure Bilder im Lightroom, lokal auf dem Schreibtisch, Desktop ab. Würde uns sehr interessieren, auch für Vorschläge für Videos, Verbesserungsvorschläge nach wie vor. Sind wir froh, wenn wir da wieder eine Rückmeldung bekommen. Und ja, ich denke, das war es soweit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis dann.